So, und schau mal gleich mal, ob die Kinder schon alle da sind. Oh Gott, da kommt der Lehrer. Pack das Ganze weg. Schnell. Warum stehen hier überall Polizeiautos? Ja. Okay, da werde ich gerade mal mit denen sprechen müssen. Ist geil. Ey, nicht hier rumwichsen. Hallo Kinder, guten Morgen. Guten Morgen. Sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Warum blutest du? Und warum ist hier als Polizei und Rettung, was ist denn hier passiert? Entschuldigung. Das kann der liebe Lukas erklären. Lukas? Nichts ist passiert. Was ist hier passiert? Ey. Aha. Entschuldigung, mein Lehrer. Hey, Benny, was geht ab? Ja. Okay, also Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Meine Mutter, die muss mir das Frühstücksbrot machen. Unbedingt. Der war's. Nein, Herr Lehrer, ich war's nicht. Der war's. Könnt ihr, Leute, hört ihr mir kurz zu? Hört ihr mir kurz zu? Ja. Könnt ihr euch bitte in einer Reihe aufstellen? Oh Gott. Okay. So, dass wir uns alle hier ganz normal in den Bus einsteigen können, danke. So, ich muss jetzt leider abzählen. Eins. Zwei, drei, sieben, 17, 24. Ja, nee, ich glaube, wir haben jetzt ja alle. Es ist so, wir können jetzt... Wieso tun Sie das? Steig bitte ein. Ich habe eine chronische Störung oder sowas. So, Kinder. Ja, ich bin nicht nur euer Lehrer, ich bin auch euer Busfahrer heute. Wer hat einen Stern gehabt? Sag mal, wer hat von euch das Marihuana, Lukas? Ich riech das bis hier nach vorne. Okay, wir haben wohl eine etwas andere Schullandheim-Fahrt. Wir fahren jetzt zum... Okay. Herr Lehrer, sind wir schon da? Nein. Alter. Lukas, warum rauchst du Marihuana? Jetzt haben wir die Cops, Alter, ey. Herr Lehrer, machen Sie bitte das Fenster zu, mir ist kalt. Nein, das ist kaputt, das habt ihr randaliert. Wir haben die Windschutzscheibe aufgemacht. Herr Lehrer, darf ich ein Bier trinken? Nein. Mein Wegen Gott. Euch muss ich jetzt nur einen Weg nehmen. Herr das Lehrer, so wann machen wir Pinkelpause? Ich muss Pipi. Ja, wir... Ohne Witz, wie... Wer hat jetzt eigentlich diesen Kackstern gehabt, ey? Wer zum Teufel hat Marihuana genommen? Was, das habt die ganze Polizei da und der Krankenwagen und alles? Ey, komm jetzt hier also, rein. Ich glaube, es war Lukas. Lukas steht alle mal ducken. Nicht. Das wurde mir untergeschoben. Alle X drücken und ducken. Alter, sieht das scheiße. So, wir sind weg. Oh, geil. Passt. Gut, wir können jetzt hier wieder rausfahren. Jetzt bitte alle beieinander bleiben und kein Marihuana mehr konsumieren. Nein, hat er nicht. Doch. Nein, der zeigt dir niemals den Mittelfinger. Doch, hat er, Herr Lehrer. Ich hab's auch gesehen. Gut, das trage ich ins Klassenbuch ein. Was war das denn? Was ist denn hier passiert? Also heute ist echt ein komischer Tag, Kinder. Ja, wir fahren jetzt zum Flughafen, oder Herr Lehrer? Okay. Ja, wir fahren jetzt zum Flughafen. Herr Lehrer, ich muss mal auf Toilette. Ja, das kannst du am Flughafen machen. Lass laufen. Herr Lehrer, hier ist plötzlich so glatt und warm. Was macht ihr denn hier hinten? Herr Lehrer, sind gerade über Rot gefahren. Herr Lehrer, Sie fahren ja schon wieder über Rot. Na toll. Wir haben für heute eine Genehmigung von der Polizeizentrale bekommen, dass wir eigentlich über Rot fahren dürfen. Die wir gerade abgehängt haben. Nein, wir haben uns nämlich etwas verspätet, Kinder. Und durch die Verspätung müssen wir jetzt richtig Gas geben, bevor wir unseren Flug verpassen. Das ist jetzt ziemlich wichtig. Ja. Was schaut ihr mich so an? Ihr sagt nichts euren Müttern, okay? Habt ihr mich verstanden? Herr Lehrer, könnt ihr mal weiterfahren? Ich riech Spargel. schau mal, jetzt sind wir... Ihr seid so... Packst du bitte die Software weg? Habe ich nicht gesagt, bevor wir die Fahrt antreten, müsst ihr eure Soft erst zu Hause lassen? Ich würde aber... Ich würde die Waffen beim Inventar lassen, weil wenn ihr mich damit jemanden anvisiert, dann habt ihr gleich wieder die Bullen, ne? Nur mal so zu Info. Aber unser Physiklehrer hat gesagt, wir sollen die Kugelgeschwindigkeit auch in Realsituationen erleben. Wer ist denn jetzt rausgeflogen? Ich nicht. Der Andi war's. Ja, macht nix. Herr Lehrer, können Sie den Radiosender wechseln? Wir haben keinen Radiosender. So. Ich habe das Radio aber nicht an. Herr Lehrer, ich tue jetzt erst meine Rauchen, ja? Fenster ist eh auf. Ja, Windscheibe, weißt du, passt schon. Herr Lehrer, Sie sind Geisterfahrer.
Nein, das ist, weil der Bus ein bisschen überreagiert. Das ist normal. Wartet mal, ich muss auch mal auf mein Navi gucken. Okay, wir fahren eh richtig jetzt. Herr Lehrer, sind Sie scheiße? Nein, aber ich packe gerne mein Telefon raus und mache gerne Fotos. Herr Lehrer, kein Handy am Steuer. Oh, fuck. Oh, oh mein Gott, Herr Lehrer. Ja, ich hab den Führerschein. Packst du jetzt endlich deine Software weg? Es tut mir leid. Oder was? War das eine Wasserpistole? Kinder, wartet mal. Alter. Wollt ihr noch was zu knampfen? Ey, ja, wir haben gleich echt viele die Bullen, ne? Ey, warte mal. Wir haben zwar etwas Verspätung, ne? Aber ich finde, bevor wir in den Flieger gehen, in die Lufthansa und dieses scheiß Essen bekommen, fahren wir hier erstmal entlang. Erstmal alles umfahren. Nee, wir gehen jetzt auch schön was einkaufen. Ich hätte noch gern Schnitzel. Ein Schnitzel? Ja. Yeah. Kauft euch keine Zigaretten, okay? Meine Mutter hat gesagt, ich soll auf meinen Blutzucker achten. Wer schießt hier wieder herum hier hin? Nein, aus. Der Lukas spritzt mit seinem Schlauch. Weiter! Was ist da vorbeigeflogen an uns? Da ist nichts passiert, ich hab alles richtig gemacht. Ja, sagte, weißt du, warum fahren sie gegen die Wand? Wieder sei leise. Ihr bleibt jetzt hier drin sitzen, ich möchte niemanden von euch jetzt irgendwie Kippen rauchen sehen. Und ich will niemanden jetzt mit... Ich hab gesagt, dass du sitzen bleibst. Ich hab gesagt, du sollst nicht reingehen. Nein! Alter, das wird gleich... Ich will nur Snacks holen. Wir holen uns einfach hier Snacks. Okay, wisst ihr was? Ihr könnt aussteigen und Snacks holen, okay? Der Kevin sitzt schon wieder am Steuer. Nein! Kevin, lass du den Bus stehen. Aua! Aus! Der war's! Herr Lehrer? Ja. Dürft ihr vielleicht nochmal schnell hier in der Seitengasse mal schnell Pipi machen? Ja. Vielen Dank. Bitte. Ich muss mal am Bus, ne? Ich muss da einen Container, wo der wohl hingeht. Ah, gut. Das ist bescheuert. Herr Lehrer, haben Sie mir jetzt ein bisschen zugeguckt? Wie ist auch? Ja. Hey! Ja, jetzt, das gibt einen Klassenbucheintrag. Das trage ich mir jetzt aber ein. Nein, das trage ich mir ein. Herr Lehrer, warum ist in dem Bus so viel Kratzer und warum hat der Hund ja einen Penis? Das gehört sich einfach so, okay? Warte mal, ich muss mal hier eine Nachricht verfassen. Ich glaube, das wollte die Biologielehrerin, die wollte, dass alles real ist. Wenn Sie irgendwas ins Klassenbuch reinschreiben, schlage ich Sie gleich nochmal. Heißt die Bus Company Pedo Tours? Herr Lehrer, ich werde das auch nie mehr machen. Sie wissen doch, ich bin doch eigentlich sonst immer ein anständiger Schüler. Nee, okay, er kriegt keinen. Nee, ganz brav, habe ich gehört. Ganz brav. Oh, Herr Lehrer, also, darf ich mal kurz? Ich weiß von nichts. Wie bist du? Herr Lehrer. Ja, ich tu gerade. Ich mach gerade ein Klassenbuch. Ja, jetzt regen. Herr Lehrer, ich werd nass. Komm, Herr Lehrer. Bevor ihr noch alle nass werdet. Rein, aber schnell. Ja, nicht. Herr Lehrer? Ja. Ich habe mir Kid Mobil gekauft. So, du steigst jetzt aus. Herr Lehrer, der böse Mensch ist in uns reingefahren. Hallo, Herr Lehrer. Kann bitte dein Kollege. Wer von euch hat jetzt nochmal gekauft? Keiner. Wer fährt denn jetzt? Das gibt noch einen Klassenbucheintrag. Diese Lache, ey. Das war aber Kevin. Lass mal es richtig machen, weißt du was? Das machen wir dann bei der Verzollung, beim Flughafen, wenn wir eh sehen, wer von euch das hat. Herr Lehrer, Sie haben meinen Verkehrsteilnehmer gerammt. Hab ich nicht, das macht der ADAC. Okay. Wir haben TC, ADAC, ist mir egal. Wir fahren jetzt einfach dorthin, wir sind eh schon so im Zeitstress. Wegen euch musste ich mich jetzt hier noch rumplagen, ja? Es war nicht meine. Es war immerhin nicht meine Idee, dass ich hier rechts ran war. Wegen euch ist die Windschutzscheibe kaputt und jetzt wird sie kalt und nass. Ich krieg gerade Fliegen ins Gesicht. Nein, wir haben keine Fliegen. Also vorher war es hier drin warm und nass. Das wollte ich gar nicht wissen. Keiner Bier gekauft und keiner Kippen gekauft. Herr Lehrer, mir ist schlecht. Ich als Klassensprecher muss. Herr Lehrer, die Tür ist auf. Herr Lehrer! Da ist was passiert. Warum springst du auch aus dem Fenster? Diese Lache, ey. Das gibt einen Klassenbucheintrag. Das gibt jetzt einen Klassenbucheintrag. Warte mal. So, da gehen wir hier. Ja, komm, fahren Sie mal. Sie blockieren die ganze Autobahn.
Klassenbucheintrag. Gut. Das ist die erste Verwarnung des Klassenbucheintrages bei dir. Packst du bitte deine Software weg? Ihr wisst schon, dass ihr eure Software nicht mitnehmen dürft auf dem Flug, ne? Vor allem jetzt gleich, wenn da ganz viele Polizisten sind, würde ich damit nicht auf Leute ziehen, weil sonst haben die vielleicht echt wieder einen Stern. Herr Lehrer, es wird kalt, die Tür ist auf. Und die Windscheibe. Das ist mir egal, wir sind eh gleich da. Das ist mir jetzt auch egal. In Malta sind die Türen auch immer auf, habe ich im Geschichtsunterricht gelernt. Im Stripclub sind die Türen auch immer auf, was? Hä? Macht nix. Herr Lehrer, fahren wir nicht aufs Rollfeld? Nein, wir müssen noch aussteigen und einchecken. Das geht nicht so schnell. Bist du schon mal geflogen? Tschüss. Der Lehrer steigt immer als erstes aus. Der da. Stellt euch bitte mal kurz auf. Hast du jetzt auf mich gezeigt, Junge? Könnt ihr euch jetzt, ihr drei, euch an den Bus stellen wie der Ben? Die haben da aber einen ganz kleinen Arsch. Aus. Aus. Das ist das geil. Hast du sehr wohl. So. Ja, da! Könnt ihr bitte zu dem Bus drehen, also mit dem Gesicht zum Bus? Jo. Warte mal. Bitte bleibt so stehen und nicht umdrehen, okay? Wer sich umdreht, ich klebe nur kurz meine Kaugummi an den Bus. Mach ich auch. Das geile Ärsche. Oh, Entschuldigung. Hört ihr bitte auf? Oh. Ey, da ist der Aufbombe am Bus. Hey. Das ist ein Kaugummi. Hört ihr auf, sonst muss ich meinen Golfschläger anwenden, Kinder. Aus. Aus jetzt. Oder ich hol mein Pfefferspray. Ich hol gleich mein Pfefferspray aus dem Auto. Aus. Leute. Aus, er brennt. In die Reihe, Leute. Okay, jetzt, so. Jetzt lass mal einstecken, sonst kommen gleich die Bullen. Ja, jetzt folgt mir einfach, okay? Einfach okay. Folgen. Der Lehrer rennt so schnell. Wir müssen uns beeilen, wir verpassen unseren Anflug noch. Was war das denn? Wer hat den Sprengsatz angebracht? Schnell, wir verpassen den Flug. Wer hat jetzt die Cops? Das ist mir egal. Beim Check-in merkt das eh niemand. Ja, auf jeden Fall. Wir sind eh gleich weg. Okay, warte, wo müssen wir einchecken? Kann bitte jemand helfen beim Einchecken? Ich finde den Eingang. Meine Tasche. Nein, scheiß auf deine Tasche, wir müssen schnell weg. Herr Lehrer, warum hast du so eine scheiß Hose an? Das ist mein Kleidungsstil. Nee. Ja, jetzt ist aber. Das kommt ins Klassenbuch. Das gibt einen Klassenbucheintrag. Jungs, ihr habt's alle gesehen, der Lehrer wollte gerade den Benny schlagen. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte ihm eigentlich nur eine Lektion erteilen, aber... Ja, war's, der Kampf auf die wieder, mein Freund. Nein, hab ich nicht. Das war eine Schulveranstaltung. Also. Hier geht's rein, Leute. Sag mal, wir hatten hier Bier getrunken. Der da. War der Benny. Nein. Ich war's nicht. Gut. Ich war's wirklich nicht. Aber es ist der Zoll nicht abgenommen. Nein. Gut. Dann mach bitte schnell. Wir ist müssen... unser Flugzeug schon da? Ja, es steht draußen. Yay. Das ist der Chat hier unten. Benny hat mich geschlagen. Hoffentlich fliegt jetzt nicht einer von euch die ganze Treppe hier runter, sonst kriege ich einen Anfall. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe jemanden gehört. Ist jemand von euch hingefallen? Ja, da liegt er. Lehrer sind wieder vernachlässigt. Der Schüler wurde reanimiert. Ich bin gleich wieder da. Ich hab $75. Moment, ich muss kurz über den Zaun springen hier, das war realistisch, ja. Ja. Könnt ihr bitte einsteigen, Kinder? Hamburger. Ja. Wie mach ich denn das First Person? Mit V. Du drückst vor, so oft bis du First Person bist. Ja. Oh. Epic. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord unserer Airline US Air Force. Wir befinden uns jetzt am Rollfeld. Die Außentemperatur beträgt 35 Grad Celsius. Die Wetterlage ist relativ schön. Wir werden in Kürze abheben und wir haben soeben eine Bestätigung vom Tower bekommen, dass wir ready for takeoff sind. Wir bitten Sie nun, fast wie Seatbelts. Schnallen Sie sich an, machen Sie sich bereit. Wir starten in Kürze auf unseren Zielflughafen in Sandy Shore. Halt's Maul! Danke, dass Sie heute bei unserer Airline fliegen. Aus! Ort.
Warte! Er hat eine lustige Stimme! Warum ruft mich jetzt Lester an? Ich kann jetzt nicht. Doch, klar, lass mal Überfall machen. Und Kinder, bitte am Schluss, wenn wir gelandet sind, nicht klatschen. Oh. Das ist der Job eines Piloten, uns an Ort und Stelle zu bringen. Sag mal, ich finde es aber... Ich kann Pilot werden. Aber dieses First Person hinten ist irgendwie nicht so geil, wie ich es dachte. Also ich finde es geil. Ready for takeoff. Ja, okay, dann habe ich vielleicht einfach einen scheiß Platz erwischt, aber ich sehe bei mir... Cockpit ist toll! Aber siehst du auch nur noch so wenig? Irgendwie durch ein Fenster? Ja, viel. Ich sehe aus dem anderen Fenster mehr hier rechts. Ah, yo. Okay. Ich schaue immer aus dem linken. Ja, ich schaue da halt so gezwängt aufs Meer runter. Ich hatte, mal einen besseren Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hier ist echt scheiße. Und das ist, glaube ich, das ist wie im echten Flugzeug. Da, wo du sitzt, ist halt besser irgendwie. Also... Ja, wenn ich was sehe von dir, irgendwas, dann gibt's Mittelfinger. Ah, wie hast du in die Stadt? Wie hast du die mitgeschmuggelt? Pack die weg. Ich habe einfach den Ausweis von meinem Papa mitgenommen. Hey, das ist Polizei, unsere Reiseflugzeuge, die dürfen sich nun abschnallen und frei bei jemandem Flugzeug sind oder zum Scheißen. Ready for takeoff. Das ist wie wenn dir bei der Deutschen Bahn am Bahnsteig was durchsagen, keiner hört es. Das ist geil, das ja. Nein. Turbulenzen hier oben ein bisschen. Ich will Krabbenfischen gehen. Oh, Berli, das wirklich bringt noch mit dem Absturz. Nein, komm, Alter, es ist etwas komisch. Wenn wir in einem Passagierflugzeug jetzt irgendwo crashen würden mit einer Schulklasse, wäre das etwas scheiße. Pull up. Ah, nix Pull up hier. Wir fliegen doch ganz normal, jetzt zeig mal. Don't stink. Don't stink. Schaut mal rechts aus dem Fenster, da sieht ihr die Stadt. Ladies and Gentlemen, wir beginnen jetzt mit unserem Sinkflug. Wir haben leichte Turbulenzen. Leicht? Mir ist schlecht hier hinten. Durch die schlechten Sichtverhältnisse wird wahrscheinlich eine Sichtlandung erforderlich sein. Könnte zu leichten Komplikationen führen, aber sollte kein Problem sein. Komplikationen, unter Anführungsstrichen. Leichte Turbulenzen. Ja. Wollen Sie ein Bier? Nein. Eine Kippe? Nein. Herr Lehrer, wieso fahren wir um 20 Uhr in Schulandheim? Bisschen Granaten. Ich kann Ihnen nur ein bisschen Crystal anbieten. Nein. Das Thema ist es nicht. Herr Lehrer, hier vorne liegt so ein Gummischlauch, so ein kurzer. Da ist ein Dildo. Nicht angreifen. Lass ihn dort, wo er jetzt ist. Was war das? Was ist? Oh, da schießt hier! Pack die Waffe weg! Die Raucherlunge. Ja. Pack die Waffe weg. Du bist sonst ein Headshot. Ach, Kinder. Ihr macht mich noch krank. Wir landen, oder? Landen wir? Jo. Nein, wir schießen ab. Meine Damen und Herren, wir sind nicht gelandet. Okay, gut, wir sind jetzt endlich da. Ich hab gesagt, nicht klatschen! Hast du super gemacht! Yeah. Boah, ich hab die Nachbarn hier hoch zu mir, wie ich hier rumklatsche, ey. Ist weißt du? Ready for takeoff. Was? Ready for takeoff? Finde ich aber nicht so geil. Wir sind doch gerade erst gelandet. Ja, denke ich mir auch. Ja, we are ready for takeoff. So, Kinder, bitte warten, bis das Flugzeug zu stehen gekommen ist, ne, weil. Es gibt Turbulenzen. Bitte bleiben Sie eingeschnallt, bis das Flugzeug ihre Ausgangsposition erreicht hat. Ach so, alle raus? Okay. Ja, ich finde, wir haben es schon geschafft. So, also wer von euch möchte jetzt einen Snickers? Ein Snickers? Will jemand einen Snickers? Ich. Hey, wer... Hast du mich gerade geschlagen? Die sind schlecht geflogen. Wer hat mich gerade geschlagen? Geh von dem Flügel runter! Weißt du, was das kostet? Weißt du, was der Scheiß hier kostet? Herr Lehrer, Sie wissen, wieso haben Sie Tattoos auf Ihren Unterarmen? Weißt du, was dieses Ding hier kostet? Das kostet mehr als dein ganzes Haus und was du jemals in deinem Leben verdienen wirst. Gucken Sie mal, Herr Lehrer, da ist der Mond. Du hast Achselschweiß. Solltest mal was dagegen tun. Voll der Mongo, da ist der Mond. Kommt mal, Kinder, bitte. Der Busch ist da.
Komm, steig schnell ein, wir müssen weiter. Ich will auch, Bus. Was macht meiner da? Ah. Ich will grünes Tuk-Tuk-Auto. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Wir fahren nämlich auf den Mount Chiliad drauf und machen dort ein richtig cooles Fallschirmrennen, okay? Ich glaube nämlich, dass meine Klasse sowas von, ich vertraue euch sowas von krass, dass ich denke, dass ihr schon... Mal vergessen, Herr Lehrer. Wo ist er denn? Da kommt der Benny. Bleiben Sie stehen. Ach da, ich sehe ihn auch nicht. Benny, komm. Sie können durch ohne ihn abfahren, ich mag ihn nicht. Okay. Aber wie willst du mit dem Bus auf dem Mount Chiliad... Was? Wir sind vom Radar, egal. Aber wieso wollen wir denn, wie kommst du denn auf den Mount Chiliad mit dem Bus? Du musst, wenn dann zur Gondel, oder? Zu der Seilbahn. Geht nicht. Die Seilbahn ist nicht mehr aktiv. Das heißt, wir müssen also mit dem Bus irgendwie rauf. Oder wir wandern. Boah, ja, Mann, eine Wandertour, ey. Voll geil. Wir werden da oben nicht heil ankommen, ich weiß. Können wir nicht Fahrräder und ausborgen? Ausborgen? Was verstehst du unter ausborgen? Klauen. Nehmen und nicht mehr zurückgeben. Du funktioniert das doch, oder? Oder sollte ich mal die Abmahnung von der Bücherei ernst nehmen? Ein Apfel oder so. Ja, ich lehre. Ich will keinen Apfel. Ach, es ist so lange jetzt zum Fahren hier. Ich fühle mich wie ein Bussimulator. Machst du mal. Nur gut, dass das der Lehrer nicht sieht. Machst du mal Rebel Radio an, mir ist langweilig, mich Country Roads hören. Packst du die Waffe weg? Ich kann nicht fahren, wenn du hier hinten mit der Waffe herumhantierst. Und ich fahr schon fast jedem rein. Country Road, take me home. Jetzt kommt die GEMA und sperrt das Video. Ah, wie lang? Es kommt die GEMA. Und sperrt das Video. Coming home. Ihr hört auf zu singen, könnt ihr bitte den Busfahrerlied singen. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, ein Hoch auf unseren Busfahrer, so wer weiß ich nicht. Hup, Schaber. Kennt ihr das Lied Fahrradzattel? Nein. Fahrradzattel, Fahrradschlau. Und wenn heute nicht Benjamin, okay, schau auf. Am Abgrund entlang, Herr Busfahrer. Und wenn ich nicht mehr kann, dann Busfahrer, das geht ja mal gar Kinder, nicht. Kinder, passt auf, Kinder! Kinder! Ich steig das mal aus. Herr Lehrer, ich kann mich in der Sache ausbilden von der freiwilligen Feuerwehr. Ich schieb sie, Herr Lehrer. Und... Oh. Was war das denn? Komm, Benny, wir schieben mal. Ich glaube, wir sitzen. Das war zu viel geschoben. Der ist gestorben vor Erschöpfung. Oh, danke, wir haben es geschafft. Danke, Kinder. Kein Thema. Ja, erst an dem Bus doch mal ran. Ich kann aber nicht nach hinten sehen, also bitte alle einsteigen. Ey, da ist jetzt jemand down, oder? Ja. Ja, keine Ahnung, woher weiß ich das. Bleiben. Wir fahren einfach weiter. Nein, da kommt doch der Benny, bleiben Sie stehen. Der Lehrer. Warten Sie, ich glaube, hier fehlt niemand mehr. Also irgendwie, mich hat der Typ auch genervt, also. Sagen wir einfach, er ist komischerweise verschwunden. Okay, nee, Lehrer, okay, wir warten, das wäre zu unfair. Das wäre Karriat melden. Ja, okay, dann fahren wir halt hier zurück. Wir möchten jetzt gleich aber noch auf den Berg rauffahren, ne? Nur dass ihr wisst. Ja, der ja. Polizist ist mich reingefahren. Ich hab's gesehen. Aber ich hab keinen. Aua, ich hasse mich in Nummer. Jetzt hab ich einen Stern bekommen. Steigt ein. Ich werd erschossen. Steigt doch ein. Ja. Steigt doch ein. Schießt ihr auf meine Klassenkameraden hier schon? Hilft mir, die Polizei. Komm, Berli, steig ein. Steig ein! Wir haben drei Sterne, steig ein! Nach ein paar Metern mehr, sämtlichen Toten und einem Bus weniger, sind wir am Ziel angekommen, den Mount Chiliad. Komm, wir besamen die Welt! Ja. Nein! Wir sind die König der Osama! Ich kann alles auch aufreißen! Wir sind die König der Osama! Ja. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat das kleine Special gefallen mit dem lieben Zyon. Schaut auf jeden Fall mal auf seinen Kanal vorbei. Ansonsten, wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen was organisieren mit dem lieben Zyon oder den anderen Leuten. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, whatever. Und haut rein. Macht's gut. Ciao.